Also schön, den brauchen wir nicht, den brauchen wir auch nicht. Der kommt dahin. So, also, neu nochmal den Fluss ausrichten. Jetzt können wir uns ja Gott sei Dank an dem orientieren, was wir schon gemacht haben. Also gut, da wird halt einfach alles dann um eins rüber versetzt. Ist auch nicht schlimm. Oh Mann, außer ich falle immer runter. Irgendwann sterbe ich. Ich gebe schon lauter komische Geräusche von mir, merke ich. Ich hoffe, das sieht nicht so blöd aus dann, aber... Nee, kann's gar nicht. Kann doch gar nicht blöd aussehen. Das sieht eigentlich ziemlich scheiße aus. Ach ja, ich muss ja... Nee. Ich lasse das jetzt. Geh schlafen, weil nur... Moment mal kurz. Alter, sieht cool aus. Nur... bei völlig mental gesundem Zustand arbeiten. Vor allem dann, wenn man was sieht. Sonst könnte das sehr, sehr gravierende Folgen haben. Und damit meine ich wirklich gravierend und ich spreche vor allem aus Erfahrung. Ein leiser Seufzer überlegen, was ich überhaupt machen wollte. So. Hier kriege ich wieder Erde. Auch nicht schlecht, habe ich nichts dagegen. Dann muss ich halt... Ach so, die mühsam angelegte Schneise. Ja, die pflanzen wir halt wieder zu. Nee, das war ja auch nur ungefähr, um mal zu sehen, wo wir denn eigentlich hin müssen. Also gut. Wichtig wäre jetzt nur mal zu wissen, wo eigentlich der Fluss entspringt. So. Irgendwie hat diese Bergseehöhle die komische Eigenschaft, mich immer verstummen zu lassen, weil ich so konzentriert bin. Dann fällt mir immer auf, oh, ich sage nichts. Jetzt habe ich schon zu lange nichts mehr gesagt. Ah, dann sage ich eben mal wieder was. Und egal was es ist, Hauptsache ich rede ein bisschen. Also gut, ich weiß halt nicht, ob... wir hier genug Platz haben, dann so eine Schlinge nach unten zu drehen. Aber es müsste sich eigentlich ausgehen. Ja, und vor allem, sobald wir ein bisschen eine Tiefe erreicht haben, ist alles egal. Dann ist auch die Spelunke nicht mehr so schlimm. Hier dürfte es sowieso keine Probleme geben. Das Einzige wäre vielleicht die Spelunke. Aber dann müssen wir halt schauen, dass wir ja nicht allzu dumm sind in dem, was wir bauen. So. Von da kommt dann übrigens die Quelle des Glücks. Oh, jetzt geht die Musik wieder ab. Endlich meldet sich da mal jemand wieder zurück. Der Dragonborn, den hatten wir heute schon. Ganz am Anfang, könnt ihr euch erinnern, liebe Leute. Als wir oben standen und rückblickend auf unsere Welt starrten, feststellten, dass wir keine Schaufeln mehr in unseren Reihen hatten. Der Feind hatte sie uns genommen. Monster und Krieger ohne
Ehre und Seele nahmen sie uns. Unsere Schaufel, die tapfersten aller Werkzeuge. So, weg mit dem Flinte, braucht keiner. Und rauf stiegen wir wieder in unsere Höhlen. Und so darf ich jetzt nicht mehr reden, weil das hält meine Stimme komischerweise nicht mehr aus. Ich fürchte, da ist eine Heiserkeit im Anmarsch. Boah, jetzt dachte ich schon, ich hätte keine Spitzhacken mehr. Dann hätte ich irgendjemanden verfluchen müssen. Ja, ja, diese Orks sind schon was ganz Tolles. Gerade von Mittelalterspielern, das hat immer was. So, dann nehme ich natürlich den Cobblestone zum Ausfüllen. Das wirkt vor allem jetzt auch richtig höhlenmäßig. Also wird höhlenmäßiger. Nicht alles geplant und so. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da. Da müssen wir hin. Jetzt habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit dem künstlichen Anlegen einer Höhle, weil wir das ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal gemacht haben. So, das ist dann... Achso, ja, doch, das muss eigentlich ausgefüllt werden. Also ausgehöhlt werden, weil das ja die Zweierhöhe ist. Sieht eigentlich ganz cool aus. So. Es ist aber Stille in der Musik. Höre ich nichts? Ah, es spielt leises Klavier. Jetzt fängt's an. Ich dachte schon, die Playlist hätte früher Schluss gemacht, als es mir lieb wäre. Das kann ja eigentlich zubleiben. Ja, das ist egal. Hauptsache, da kommt dann das Wasser raus. Ein bisschen zu laut gedreht. So, jetzt habe ich gerade einen Schock gekriegt, als ich den nächsten Erdblock abgebaut habe. So. Die Ecke wird dann auch hier mal beseitigt. Ah! Alles überkorrekt hier. So, da kommt dann... abbauen, oder? Ja, das geht. Zack. 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 Ausgezeichnet. Soll natürlich von außen nicht den Anschein erwecken, dass da was drin verborgen ist, weil es sonst ja nicht mehr verborgen ist. Aber ja, ist eigentlich... Ja, wenn stellt euch vor, es ist Nacht und es kommt dann von innen so ein leichter Schein heraus. Das sieht, glaube ich, echt cool aus. Und auch wenn es dann vielleicht ein bisschen verraten wird, ja, scheiß halt drauf, dann... Wer soll es denn noch sehen außer mir, hä? Wer soll denn kommen und etwas stehlen? Wer, frage ich dich, liebe Sonne, wer? So.
Okay, soweit so gut. Die Höhle und dann könnten wir eigentlich schauen, dass wir hier mal langsam nach unten kommen. So. Hier. Ach so, nee, das passt schon. Ich muss halt dann immer vorsichtig nochmal nachzählen, ob es eh 7 sind. Ob wir alle 7 Sachen da haben, weil sonst könnte das problematisch werden. Wenn der Fluss nicht mehr der ist, der mal war oder sein sollte. Irgendwann mal. Und da muss dann auf jeden Fall nachgepflanzt werden. Aber erst, wenn wir hier auch wirklich fertig sind. Weil auch das... Oh! Weil auch das könnte problematisch enden. Der Grund, warum ich gerade so verblüfft war oder überrascht war, weil es draußen leichte Unwetter zu geben scheint. Und das an einem Freitag, dem 13., das ist nicht gerade behaglich. Jetzt habe ich, glaube ich, eh schon zu viel. Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt. Hier. Sobald der Baum weg ist. Ach so, das ist der alte Fluss noch. Haha, nett. Sobald der Baum weg ist, müssten wir hier freie Fahrt haben. Alter, und es wird schon wieder Nacht. Stellt euch vor, wir hätten da jedes Mal wieder den ganzen Hügel rauflaufen müssen und uns in unser klotziges Bett eben kotzigen Kotz legen müssen. Wie viele Kalorien wir da zwar verbrannt hätten, aber wie viel Zeit auch für Flöten gegangen wäre. Wäre ja eigentlich traurig. Und ich merke gerade... Nee, das passt schon so. Passt schon so... Alles klar, muss ich nicht mal erklären, weil sonst wird es zu verwirrend. So, 3. Ah, ich höre was. Wow. Es ist das Sandmännchen, das mir sagt, dass ich ins Bett gehen sollte. Was ist gerade so Musik? Nee, gibt keine Musik. Oh, du einsamer Let's Player, geh doch pennen und mach diesem Spuk ein Ende. Jetzt wird es dann irgendwie recht kahl, wenn hier der Fluss dann doppelt so groß wird, aber keine Sorge, das wird alles wieder zugezogen. Wir haben nur ein bisschen Erde gebraucht, deshalb. Also ich habe nur ein bisschen Erde gebraucht und um es als, um es nicht als Terraforming aussehen zu lassen, habe ich mir halt gedacht, naja, bauen wir halt einen Fluss, der keiner wird, aber kriegen zusätzlich Erde. Man muss einfach ein bisschen tricky sein. Ah ja, das ist jetzt dieser Abschnitt... Oder? Ja doch, das ist der kurze Abschnitt. Ich probiere es jetzt einfach mal, wie es aussieht, wenn ich es nicht verschiebe. Ob das so schlimm wäre. So. Aber ich glaube, es wäre klüger, wenn ich es jetzt noch verschieben würde und dann nachher dafür nicht. Weil wir müssen ja sowieso einen einsparen, weil wir einen Abschnitt zu wenig haben. Obwohl das, glaube ich, im Nachhinein auch nicht so schlimm wäre.
Also einer lässt sich ja bearbeiten, überall hinzufügen oder wieder wegtragen, aber zu viele sind eben zu viele. Übrigens fällt mir gerade auf, wir kriegen ja jetzt tatsächlich den ganzen Fluss schon. Nicht nur einen Abschnitt, sondern den ganzen Fluss. Cool. So, also jetzt kommt der Zweier. Ein einsames Afrikanervolk flötet und trommelt, um uns eine Freude zu bereiten. Nett, danke. So, Moment, das hört hier auf. Das heißt, wir hören hier auf. Perfekt. Zack. Ja, das sieht schon viel flussiger aus. Flussiger! Das ist eine Wortneuschöpfung wie das... Fuck, was habe ich am Anfang für ein Wort neu geschöpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, ich weiß es echt nicht mehr. Egal, es ist auf jeden Fall eine Wortneuschöpfung. Flüssig. So. Erweist sich der Marker auch noch als hilfreich? Alles mit der Hand abbauen, damit es doppelt so lang dauert. Da muss ich ja eigentlich... Moment mal, was habe ich denn hier gemacht? Das passt. Moment, 2, 4... Das sind jetzt 2, 4, 6. Da habe ich irgendwo gepfuscht. Da habe ich gepfuscht. Moment. Wo habe ich gepfuscht? So, es sind hier 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Es sind hier 2, 4, 6, 7. Es sind hier nicht 2, 4, 6, 7. War klar, kaum gehe ich mal aus der Regelung raus, also aus der Norm. Ein bisschen ein Automatismus stellt sich schon ein nach den... ersten 10.000 Flusswindungen, aber das war leider zu viel für mein schwaches Gehirn. Ich hoffe, das geht sich aus. Vielleicht sollte ich klügerweise mal von unten an... Klügerweise, also die nächste Wortneuschöpfung. Vielleicht sollte ich klügerweise wirklich mal von unten anfangen, damit ich sehe, ob sich's überhaupt ausgeht. Moment, es sind jetzt noch 1, 2. Und wir haben hier noch... Eigentlich müsste es sich ausgehen, wenn ich mich nicht verzählt habe.